Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Submerged. Und ich will heute entweder unbedingt auf den Kran hoch oder ich möchte gern auf diese Uhr, die irgendwo hier hinten war. Ist das der Wal oder ist das ein anderes? Moment. Moment, wieso? So, jetzt will ich mal probieren. Wow. Wir kommen da gar nicht hin. Wir werden so ein bisschen weggedrängt davon. Gut. Haben wir das auch mal getestet. Aber jetzt würde ich gern mal ein bisschen gerade fahren oder es zumindest versuchen. Und die Uhr suchen. Ich habe beim letzten Mal noch gesagt, oh, wo ist denn die Uhr? Und dann habe ich gesehen, dass ich genau an ihr vorbeigefahren bin. Aber habe mir natürlich nicht gemerkt. Ich glaube, hier hinten kommt sie gerade, oder? Huch! Oh, wo bist du? Wo waren wir denn letztens, wo die Uhr war? Da ist die Brücke. Da ist diese riesige Figur. Sehen wir das denn auf der Karte? Nee, da sehen wir nur die verschiedenen Sachen. Wir haben da... Nee, fortsetzen. Wir haben da ganz hinten auch noch was nicht mitgenommen. Beziehungsweise was erspäht, wo wir noch hin können. Bin ich denn doof? Oder stimmt der Winkel momentan vielleicht einfach nur nicht? Da ist die Brücke. Nicht gegen die Hauswand. Ich glaube, das ist das Haus mit den vielen Bäumen, wo noch so ein Dingens drauf war. Ein Geheimnis? Ich bin verwirrt. Aber wir sind eigentlich auf einem relativ guten Kurs, um das andere fette Hilfspaket zu holen. Deswegen steuere ich jetzt einfach mal darauf zu. Eventuell schlittern wir in der Zeit an der Uhr vorbei. Oder ich habe sie schon wieder übersehen. Ich habe es bloß im Schnitt gesehen, dass ich gesagt habe, wo ist denn die Uhr? Ich würde furchtbar gern zu der Uhr. Und dann habe ich sie genau angeschaut. Die Brücke. Planänderung, wir schauen uns mal kurz die Brücke an. Ob wir hier irgendwo hoch können. Ist das ein Bootsteil? Hier ist so ein Rochending wieder. Hört ihr die Geräusche? Das ist einfach nur der Stahl, der sich bewegt, ne? Der silberne Pass. Okay. Mir war nicht bewusst, dass das noch ein einzelnes Kapitel irgendwie ist. 1 von 8. Jetzt habe ich ein bisschen Respekt davor, hier durchzufahren. Denn wir können es ja offensichtlich irgendwo auch besteigen. Aber wo? Boah, diese Gewaltigkeit, die damit auch mitschwingt. Ich frage mich auch, ob hier irgendwo... Flipper!
ob hier irgendwo eine Kartenbegrenzung kommt, ob wir gleich hier irgendwo anstoßen oder sonst irgendwas. Ich versuche mal noch ein bisschen mitzuhalten. Irgendwie werden wir abgedrängt von der Mitte. Oh Gott, jetzt wieder nicht. Also ich lenke nicht so bekloppt, sondern es ist voll die Gegengewalt, die hier gerade dabei ist. Ich will... Ich glaube, wir können gar nicht nach hinten, kann das sein? Ich lenke nicht. Kannst du noch mal eine Runde drehen? Oder ist das genau die... Ich glaube, das ist genau die Grenze. Aber ich kann auch gerade nicht... Und genau gegen den Pfosten oder durch den Pfosten durch. Die Delfine kommen mit, ne? Konnten wir jetzt wirklich nicht dort hinten lang? Moment. Irgendwas ist hier steuerungsmäßig gerade nicht cool. Jetzt ist es wieder normal. Obwohl sich das Boot auch immer wieder wegdreht und jetzt hat es gerade voll geflimmert. Und jetzt dreht sie wieder voll nach rechts ab, voll nach links. Ich weiß auch nicht, was sie tut. Dass es an der Kamera liegt, aber seht ihr, sie steuert. Ich habe meinen Finger nicht auf dem Controller gehabt, weil sie ja eigentlich gerade ist. Ich glaube, hier hinten geht es gar nicht lang. In die Richtung ist es auch wieder deutlich einfacher und relativ normal zu steuern. Bloß weil das angekündigt wurde, wie die anderen Gebäude mit dem silbernen Pass, dachte ich, dass es sich hierbei ganz normal um ein besteigbares Gebäude handelt. Wir gucken mal schnell von der Seite hier drüben, ob hier nochmal ein bisschen weiter geradeaus. Hab ich hier irgendwas? Hier irgendwas gegeben ist, an dem man hochkrabbeln könnte, aber hier drüben ist nichts. Nee, ich glaube, die Brücke ist nicht zum Besteigen gedacht. Ist ein bisschen schade, aber na gut, wir wollten sie es auch anders darstellen, dass man das Ding besteigen kann. Aber wie treu uns die Delfine begleiten. Ich hätte gedacht, sie sind ein paar Meter dabei und dann ist gut. So, jetzt müssen wir aber... Nein, ich wollte nicht pausieren. Ich wollte auf die Karte schauen. Ja, ich glaube, dort hinten ist Kartenende. Wahrscheinlich haben wir es echt erwischt. Wir müssen relativ weit geradeaus noch ein bisschen. Beziehungsweise, ich meine, relativ geradeaus steuern. Okay, ist es das hier? Wir können da drüben auf jeden Fall anlegen. Deswegen würde ich sagen, machen wir das mal. Skyline-Wohnungen. Okay, hoch mit uns. Und wir schauen mal, wo uns das jetzt hier hinbringt. Wir können, hier unten ist auch wieder dieser ganze Schmodder im Wasser. Wir können auf jeden Fall hier ein Stück hoch und hier rüber. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir holen sollten. Ich habe es voll vergessen. Was zum Säubern seiner Wunden oder so? Wir hatten beim letzten Mal Insektenspray. Okay, wir können nach rechts weiter. Wir können aber auch eigentlich... Warum sollten wir nach rechts? Oder war das nur so? Ich glaube, das war nur so.
Boah, echt schön, wie sich das hier alles spiegelt. Ich glaube, hier geht es viel, viel weiter nach oben hin. Deswegen will ich gerne mal hier eine Runde rumlaufen und schauen, ob sich hier unten vielleicht schon ein Geheimnis verbirgt. Und viel wichtiger sind wir. Ja, wir sind dort. Okay. Ich glaube, huch, denn das wollte ich gar nicht. Ich glaube, ich folge erstmal dem Weg hier drüben. Denn hier scheint es auch lang zu gehen. Also bis jetzt war es nämlich immer so, die offensichtlichen Wege waren die, die zum Hauptziel geführt haben und damit zum Paket. Ja, vielleicht haben sie das auch verschieden angeordnet, das kann natürlich auch sein. Oh ja, es ist ein kleines Ding. Sehr gut. Sonst hätten wir den ganzen Weg nochmal zurückkrabbeln müssen. Weil ich gerne alles erforschen wollen würde. Hier geht es auch nach oben. Ist natürlich die Frage, ob wir nicht irgendeine Etage gerade ausgelassen haben, indem wir das Ding vorhin nicht angeschaut haben. Oder ob wir vielleicht sowieso hier hingekommen wären. Wir können rein theoretisch oben weiter. Aber ich möchte gerne mal gucken, was hier drin ist. Denn das sieht aus, als können wir ein Stück ins Gebäude rein. Aber es ist auch nur verfallen und dreckig. Hier können wir nicht runter, ne? Nee. Da ist ein Stopp. Ist es die Stelle, an der wir erst hochgekommen sind? Ja, ich glaube, dort ist unser Boot, ne? Moment. Ich glaube, dort ist unser Boot. Das heißt, wir sind dort hochgekommen. Also dürfte, wie viele haben wir noch hier? Zwei Geheimnisse sollten sich hier noch verbergen. Aber ich glaube nicht, dass das... Obwohl, da geht es... Steht da unser Boot? Sehen wir natürlich jetzt nicht richtig auf der Karte. Wo sind wir denn hochgekommen? Wir sind hier an dieser Stelle hochgekommen. Klar, dort unten geradezu ist unser Boot. Also ist das die Stelle, die wir... Nein, nein, nein. Hier wieder runter, das war schon richtig. Also ist das die Stelle, zu der wir sowieso hochgekommen wären, nur andersrum. Also war schon richtig, was wir getan haben. Also wieder hier hoch. Und das Gebäude erklimmen. Und da fällt mir ein Kommentar ein. Ich habe von Lizzie. Lizzie hat geschrieben, war es das jetzt quasi alles? Ist es wirklich nur das Klettern am Gebäude in diesem Spiel? Ich glaube, um ehrlich zu sein, ja. Ich glaube, das war es. Also das. Da oben ist wieder so ein Typ gewesen. Seht ihr den? Der geht aber auch schon wieder. Ich glaube, das Hauptaugenmerk dieses Spiels ist zum einen auf der Schönheit, wie toll es aussieht, trotz dessen, dass quasi das menschliche Tod ist. Wisst ihr, was ich meine? Da ist der Kran in der Richtung. Moment. Da weiter oben. Aber sie schaut ja auch gerade in die andere Richtung. Moment, guck mal da lang. Nein, spring nicht runter. Geh am besten mal hier in die Ecke. Aber wir hatten es ja beim letzten Mal schon, dass das mit der Blickrichtung nicht so richtig hingehauen hat. Da ist der Kran. Wir sind auch immer relativ gleiche Wege gegangen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, denn ich habe mir nicht Mühe gegeben, immer den gleichen Weg zu gehen. Da ist noch eine einsame Insel. Ich würde gerne schauen, ob es hier ein Rundgang ist oder nicht. Aber um auf die Frage zurückzukommen, war es das schon? Ich würde sagen, das Hauptaugenmerk liegt auf der Schönheit des Spiels. Auf dieser postapokalyptischen, da kann man anscheinend hoch. Hätte ich gar nicht gewusst. Wenn ich jetzt nicht zufällig so blöd um die Kurve geklickt hätte, dass sie hier automatisch hochgeht.
und das auch noch ein zweites Mal macht, obwohl ich es gar nicht möchte. Verdammt nochmal, bleib unten. So, wir gehen mit dir an den Zaun, wir lenken rum. Sehr gut. Dann krallt sie sich gar nicht erst fest. Verscheuchen ein paar Vögelchen. Und es regnet. Hier geht's auch nochmal hoch, glaube ich. Ah, hier ist auch der richtige Weg. Und da ist aber auch nichts mehr zu holen. Und neben dieser Schönheit ist es auf jeden Fall die Storyline. Da hinten ist er. Seht ihr ihn? Boah, das ist schon gruselig, dort auch noch bewusst auf ihn zuzugehen. Ich meine, er hat uns bis jetzt nichts getan, er und seine Kumpanen, Brüder, was auch immer. Beziehungsweise, wenn wir ihm näher kommen, verschwindet er auch immer wieder. Also von wegen, ich will keinen Stress, Freunde. Gucken mal, ob hier noch irgendwas ist, aber hier kommen wir auch nicht hoch, ne? Nee, das ist die nächste Etage erst. Und gerade was die Storyline hier angeht, also Hauptelement Nummer 2, glaube ich, dass wir, ich weiß es natürlich nicht, ich kenne die Story nicht, ich schaue mir sowas nicht vorher an, wenn ich ein Spiel spiele. Also wenn ich das Spiel nicht selbst sowieso schon kenne, natürlich. Hier oben macht's düdüt. Wir sind also auf dem richtigen Pfad. Hier gibt's auch nichts mehr. Und ich denke, dieses Spiel. Okay. Ich sehe bloß gerade die Kanten nicht. Dieses Spiel wird eventuell noch ganz schön umhauen, was die Story angeht. Ich weiß es noch nicht genau. Es ist ja jetzt schon relativ emotional, wenn man die Geschichte von dem kleinen Mädchen und ihrem Bruder quasi berücksichtigt. Das Übliche. Da unten ist ein Geheimnis. Ich glaube, wir haben auch noch gar nicht alle von diesem Gebäude hier abgefischt, oder? Muss ich auch gleich nochmal auf die Karte schauen. So ein kleiner Turm. Hier ist sowas wie eine Achterbahn oder so. Aber ansonsten ist hier auch gar nicht viel, weil wir auch relativ am Kartenende sind. Ja, wir nehmen dich gleich auf. Geht sofort los. Ich möchte bloß gucken, ob wir bewusst hier irgendwas erspähen können. Okay, da ist auch was drin, was wir gebrauchen können. Ich glaube, das Spiel ist gar nicht dafür gedacht, dass man actionreich hinter jede Kurve geht und da ist der Kran schon wieder und den Atem anhält und sich kaum einkriegt vor Spannung, sondern ich denke, das ist ein Entspannungsspiel. Also zumindest fühlt es sich bis jetzt so an. Ich weiß gar nicht, bei dir, Esther, hatte man genau das gleiche Gefühl, dass man nicht sterben kann, was ein schönes Gefühl war. Ist mal was anderes in dem Spiel. Ich glaube, dahin befindet sich nichts. Und dass man aber trotzdem den vollen Spielgenuss hat und erkunden kann. Also gerade Erkundungsspiele finde ich persönlich sehr, sehr cool. Es war The Vanishing of Ethan Carter. War genauso ein. Jetzt habe ich mich erschrocken, weil die Musik eingesetzt hat. War genauso ein Erkundungsspiel. Bitte lass den Vogel das letzte Tier sein, was wir immer noch nicht erwischt haben. Und ich glaube, man muss dafür die Entspannung mitbringen, um so ein Spiel wirklich spielen zu können. Denn mich persönlich stört es absolut nicht, dass es keine Kampfsequenzen oder sonst irgendwas gibt. Und das liegt nicht daran, weil ich vielleicht nicht unbedingt die besten Fähigkeiten in Kämpfen habe, sondern das liegt daran, weil ich das auch so nach der Arbeit und so weiter abends schön finde, wenn man sich hinsetzt und ein entspanntes Spiel spielt, was bezaubernd aussieht, wenn man hier den Himmel betrachtet oder die Gebäude und alles, was hier so gebaut ist. Und dieses natürliche oder natürlich zurückgeholte, oh nein, dir geht's nicht gut, ne? Und einfach weiß, man muss sich nicht stressen, ich muss hier nicht schnell klicken oder sonst irgendwas machen. Und ich glaube, man muss den Geschmack dafür haben. Also für diese Art von Spielen, für dieses Genre.
ich need to be close. Need stitch. Wow. Wir wollen den kurzen, also nur nähen. Hier sind alle Pakete, die wir schon gefunden haben, mit dem ganzen Krimskrams, der drin war. Und mir ist aufgefallen, wenn die Typen uns beobachten, dann machen die das immer von einem erhöhten Punkt, als würden die... Ich habe die Uhr gefunden, die ich erst gesucht habe und auf die ich hochklettern wollte. Die Uhr ist dieses Gebäude und hier können wir nicht drauf. Das habe ich ja, glaube ich, beim ersten Mal schon rumlaufen abgecheckt. Ich glaube, hier können wir nicht drauf. Hier können wir auch nicht hochspringen, ne? Doch, können wir. Moment. Moment, wir überziehen gerade. Und wisst ihr, was wir machen, weil wir überziehen? Wir machen an dieser Stelle eine kleine Aufnahmepause und schauen uns in der nächsten Episode an, weil wir können offensichtlich hier ganz hoch gehen, dort, wo die Typen uns immer beobachten, in dieser tollen Uhr. Und dann schauen wir uns an, was es da oben gibt und als nächstes kriegen wir auch noch den Kran hin. Bis dann, liebe Leute. Tschüss.